Die Frauen treffen sich wieder am virtuellen Brunnen im Oktober 2023. Und es ist ja viel los auf der Welt. Da haben wir gedacht, wir reden mal über Frieden. Oder ist es Friede? In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ist es jetzt, heißt es der Friede? Friede sei mit euch, heißt es, nicht? In der Bibel. Aber wir reden doch immer von dem Frieden. Ja, gut, das ist Dativfrieden. Aber ist es auch der Frieden? Und dann habe ich nachgeguckt, ja, es geht beides. Aber wir wollen ja nun keine Sprachphilosophie heute machen, sondern mal gucken, was ist Frieden, was verstehen wir darunter? Möglicherweise, wie kann der erreicht werden oder warum ist er nicht da oder ist er da, wann ist er da und so weiter. Aber vorher wie immer ein bisschen Check-in. Und wer mag anfangen? Ich kann ja kurz anfangen. Ist das Problem erledigt? Ja, wir haben ja die Oliven fertig und haben gepresst. Und jetzt habe ich erstmal 2 Tage so ein bisschen Ruhe gehalten. Dann nicht allzu anstrengendes gemacht und mal wieder genießen. Es war heute schönes Wetter draußen und wir haben ein bisschen mit Erika auch gequatscht in den letzten Tagen und es ist wieder ganz schön. Ich fühle mich wohl, wenn gute Leute hier sind bei mir. Und ich gebe weiter an die Erika und jetzt müssen wir ruhig sein, weil sonst kommt ein Echo. Hast du es gehört, Erika? Ich habe an dich weitergegeben. Entschuldigung, nein, das habe ich jetzt gerade nicht gehört. Ich habe nur was mit Echo gehört. Genau, ja, ich grüße euch auch alle und unser Kleeblatt heute im Moment. Und ich bin im Paradiso Integrale, also wirklich im Paradiso im Moment. Ist alles sehr, ja, sehr harmonisch hier und es ist einfach auch, wie die Heidi auch schon gesagt hat, ist einfach ein guter Ort. Und ich liebe gute Orte immer mehr und werde auch immer wählerischer. Und ich denke mir, das hat auch was mit unserem Thema heute zu tun. Und zum Thema guter Ort fällt mir ein, ich habe letztens einen Podcast auch gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem. Und der hat das eben auch mit diesen guten Orten gesagt. Und der hat gesagt, unter anderem ist in Krakau auf dem Stadtplatz, wenn du sitzt, ist auch so ein guter Ort. Und seitdem geht mir immer Krakau im Kopf rum. Und ich habe heute auch zum Uli gesagt, wir müssen da unbedingt mal hin und uns hinsetzen und schauen, ob das wirklich so ein guter Ort ist. Und ja, genau. Ich gebe an dich weiter, Josephine. Hat man ja Auswahlmöglichkeiten mit deinen Namen. Genau. Ja, ich bin die Birgitta, obwohl da Josephine Enrica steht, weil mein Birgitta-Account, der ist irgendwie vermurkst. Und jetzt gibt es den Josephine Enrica-Account. Und ich komme gerade von einem sehr ausreichenden, sehr guten griechischen Essen mit den Verwandten. Also in unserem Haus lebt mein Cousin mit der schwedischen Frau und den Kindern. Und die schwedischen Großeltern sind gerade da und haben uns eingeladen beim Griechen, also sehr international. Und jetzt bin ich sehr gut genährt und bin aber sehr gerne bereit, über den Frieden zu sprechen, weil das die Ereignisse da zum Beispiel im Mittleren Osten, die gehen mir sehr nahe, dadurch, dass ich auch Bekannte dort habe. Und Thema Frieden ist in der aktuellen Zeit für mich sehr, sehr wichtig irgendwie. Ja, und Friede oder Frieden, egal. Und ich freue mich, dass du in Paradiso bist. Da hätte ich auch Lust, dort zu sein manchmal. Und gehe weiter an die Annalisa. Ja, ich sitze ganz gemütlich in meinem Häuschen in Ungarn. Es hat heute geregnet, wie es selten regnet, wo der Regen irgendwie waagrecht daherkam, weil so ein starker Wind noch war. Und ich war einfach nur glücklich, hinter der Scheibe zu sein und nicht eingenässt zu werden. Aber eigentlich mag ich Regen. Also irgendwie hat es tatsächlich für mich auch eine friedliche Stimmung, wenn es regnet. Genau, und damit gebe ich zurück. Ja, friedliche Stimmung, das haben wir jetzt schon ein bisschen aufgedröselt. Das heißt ja noch nicht Frieden. Du hast vom Nahen Osten oder Mittleren Osten gesprochen, ja, also. Aber es ist ja nicht nur da, der Unfrieden.
Da fällt mir gerade dazu ein, es ist ja nicht nur Unfrieden, das ist ja mehr, nicht? Genauso wie in der Ukraine oder es gibt ja auch noch andere Bereiche in der Welt, die diese Art von Unfrieden und mehr haben. Friedliche Stimmung in Ungarn, friedliche Stimmung hier im Paradiso. Und bei dir ist es ein bisschen aufgewühlt, aber doch wohl auch friedlich, Brigitta. Ja, was heißt für euch Frieden oder Friede? Mal versuchen, ein bisschen so eine Art Definition oder was ist nicht Frieden? Man kann ja auch von der anderen Seite kommen, ne? Was ist Ausschlussverfahren sozusagen? Was ist das ganz bestimmt nicht? Und was jetzt im Moment in der Welt passiert ist, ist ganz bestimmt kein Frieden und zwar nirgends im Moment, habe ich so das Gefühl, ja? Im Kleinen wie im Großen ist irgendwas faul im Moment. Jetzt überlasse ich euch mal das Feld für Ideen sammeln und dann gucken wir mal weiter. Ja, ich habe gerade zum Thema Konflikt nachgedacht, weil im Mittleren Osten gibt es viele, viele Konflikte, die sich gegenseitig aufschaukeln. Und es gibt aber natürlich eigentlich Friede, einen konfliktfreien Frieden gibt es sowieso nicht. Es gibt ja Konflikte immer wieder. Und Friede wäre dann eigentlich, die Konflikte nicht so weit kommen zu lassen, dass sie in gegenseitiger Zerstörung oder gegenseitiger ja, extremen Schmerz zufügen, bis überhaupt Zerstörung zu führen. Also Friede, denke ich mal, ist einerseits wunderschön, wenn er gerade passiert, wenn er gerade ist und man ist mit sich und mit der Natur und mit allen in Frieden. Aber wenn er nicht ist, ist es Friede harte Arbeit. Also ist wirklich intensive Auseinandersetzung innerlich und äußerlich. Und ich denke mir immer, was müssen die Krieg machen? Es ist Friede schon so schwierig. Ich meine, Krieg macht es ja noch viel, aber manchmal geht es nicht anders, ja. Mal soweit jetzt. Ja, spannend, dass du meinst, Krieg ist schwierig und noch schwieriger als Frieden. Sieht im Moment ja nicht danach aus, Nein, aber. nein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, Friede ist schwieriger als Krieg. Ja, okay, Krieg dann habe ist ich es das, falsch verstanden. wenn ich reinhaue, weil ich mir nicht mehr zu Ja, helfen weiß. genau, Aber ja. Friede ist das, was schwieriger ist. Ja, dann habe ich das gerade falsch mitgekriegt, ja. Und ich habe eine Verbindung, eine lustige Verbindung zum Persönlichen. Weil im Mittleren Osten geht es ja auch sehr viel um Platz, einfach um Platz da zu sein und den Platz irgendwie gut zu verwalten. Und ich denke mal, zum Frieden gehört auch, dass man die eigenen Grenzen auslotet und sieht, wie viel Platz brauche ich, wie viel Platz kann ich geben, wie viel Platz braucht der andere. Ich habe jetzt als Beispiel, als persönliches Beispiel, meine Schwester, mit der ich im Zimmer leben musste. Und solange wir zusammen leben mussten, war das echt, echt schwierig. Wir sind beide Persönlichkeiten und brauchten einfach Platz und haben uns das irgendwie gegenseitig problematisch gestaltet. Und wenn wir auseinander sind, es ist manchmal einfach auch ein Teil vom Frieden, dem anderen genug Platz zu gewähren, um sich zu entwickeln irgendwie. Das ist jetzt so gerade was für mich das Persönliche verbindet mit dem, was in der Welt läuft. Und andererseits aber nicht den Platz, um das. Du bist jetzt stumm, du bist irgendwie auf den Stumm gekommen. Entschuldigung. Ja, nicht den Platz, um der Herrschaft willen zu beanspruchen oder um des wirtschaftlichen Vorteils allein. Ja, was beim Putin da abgeht, das kann ich ja nicht wirklich nachvollziehen, zum Beispiel. Aber trotzdem, also ich würde das den inneren und äußeren Raum, den würde ich auf jeden Fall mit einbeziehen. Ja, das finde ich auch schön. Und zwar, was du jetzt auch angesprochen hast mit deiner Schwester, das ist ja auch, wenn man jetzt mal innerhalb der Quadranten schaut, oben links,
dass man im Grunde genommen, wenn man jetzt zu dem Thema, glaube ich, kann man auch ganz gut diese Quadranten durchgehen. Und ich fange eigentlich fast bei allen Themen immer oben links an und kann das auch nur bestätigen. Also wir sind auch, also wir sind siebenköpfige Familie. Also ich hatte mit 5 Geschwistern und wir haben auch sehr, sehr beengt. Und erst als ich dann auch so einen eigenen Raum, ein eigenes Zimmer hatte, ist dann auch mehr Frieden in mir auch einge. Also ich habe mich auch immer irgendwie beengt gefühlt und auch nicht so entspannt. Und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt. Und zwar sowohl Platz in Form von Quadratmetern zu haben, aber auch einen mentalen Platz zu haben. Also dass man tatsächlich auch seinem so nachgehen kann. Und das, ja, es gibt ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das sind, ob das 300 Leute so sind, wo es heißt, mit so und so vielen Leuten kann man noch in Frieden und überschaubar zusammenleben. Und wenn es mehr wird, muss ich das teilen. Das war ja da, sage ich mal, der hat ja auch so einen biblischen Ansatz, wo sich dann war das, wer war das, der sich dann teilen musste, das Volk, dass der eine ist in die eine Richtung und der andere in die andere, ich es gerade nicht. Ja, aber auf jeden Fall ging es dann um Weidegründe, um. Also dass das gar nicht so vorgesehen ist, dass sehr viele Menschen auf einem Fleck auch wohnen, denke ich mir jetzt von der Evolution her. Hallo Anna, wir sind schon mitten Hallo. im Thema. Magst du noch kurz was sagen, dass du da bist? Freuen wir uns Ja, und danke. Ich freue mich, dass ich da bin und entschuldige die Verspätung. Irgendwie, ich habe eine Freundin mitgenommen und ja, bin halt einfach jetzt erst rausgekommen. Komme vom Kontakttanzen, was mir immer mich nährt, wie noch was. Und habe aber heute irgendwie den Artikel vom Charles Eisenstein schon gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon besprochen habt. nee, wir reden allgemein über Friede, Ja. Frieden. Was bedeutet das für dich? Ah, Erstmal, okay. soweit sind wir Ah, gekommen. okay. Jetzt sind wir Gut. so weit gekommen, dass man einen gewissen Platz um sich herum braucht. Um, wenn man gar zu eng aufeinander ist, jedenfalls wir sind ja vielleicht so sozialisiert. Ich habe ja gehört, so in Slums und sonst wo, die sind ja auf kleinsten Raum zu zehnt oder was, ne? Oder insofern. Vielleicht haben nur wir dieses Gefühl, dass wir viel Platz um uns herum. Ich liebe es hier bei mir, diesen ganzen Platz zu haben, ja, also wirklich toll. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, so ganz eng aufeinander und dann wird man aggressiv und dann ist der Frieden hops gegangen. Ich gebe dir über, Anna, was du dazu meinst, zu. Okay, da springen natürlich ein paar Knöpfe an, Human Design mäßig. Also sowas wie Revier brauchen wir, also auf jeden Fall. Und eine bestimmte Gruppengröße ist auch eben stressig und schwierig. Ich glaube, die größte Herausforderung, sage jetzt ganz global, ist der Übergang eben von Kleingruppen zu Städten und jetzt global ein Bewusstsein, dass wir ein Planet sind. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die die Menschheit hat. Und wenn ich denke eben, dass in dem Haus, in dem ich geboren bin, das waren 3 Generationen nach dem Krieg, also die sind sozusagen in der Not, werden natürlich bestimmte Dinge unterdrückt, damit man zusammenleben kann. Also ich weiß nicht genau, wie es wirklich funktioniert. Nee, mehr glaube ich, kann ich gar nicht sagen, dass ich einfach gestaunt habe, dass die friedlich in dieser Nachkriegszeit unglaublich eng zusammengewohnt haben. Auch, ja, Punkt. Da fällt mir jetzt was Interessantes ein, weil ich habe ja das angezettelt mit dem Platz. Aber als wir unsere Kernfamilie hatten, also der Josef und ich und 2 Kinder, haben wir in einem alten Haus gewohnt und haben zum Teil aus Sparsamkeitsgründen, zum Teil einfach so,
primär in einem 16 Quadratmeter Zimmer gewohnt, immer alle vier, weil das war die Stube, die war neben der Küche und da hat sie alles getroffen. Und da haben wir eigentlich wenig gestritten, aber da war der Ofen. Und der Ofen hat uns angezogen und die anderen Zimmer waren kühl. Jeder hatte die Möglichkeit auszuweichen, irgendwo hin, es gab genug Räume. Aber eigentlich waren alle gern beim Ofen. Und das ist jetzt, ihr kommt mir jetzt gerade so vor, wie so eine Metapher, irgendwie der Ofen, der die Wärme ausstrahlt und der zieht dann die Leute an und da musst du auch nicht so unbedingt kämpfen. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen ein Kontrapunkt zu dem, was ich zuerst gesagt habe, aber ist mir eingefallen, weil ihr beide gesprochen habt, eben von den Familien und der Nachkriegszeit und der Enge. Also es gibt schon beides. Ich kann auch in den 16 Quadratmetern, bei uns waren es vier Leute, Gott sei Dank, und nicht zehn. Mit zehn hätte ich vielleicht Schwierigkeiten gehabt, aber konnte mal gut sein, ja. Ja, oder in der Küche, ne? Da versammelt sich ja auch immer alles. Ja. Der Futtertrog. Ich erinnere mich in meiner Kindheit, wenn es da was Gutes zu essen geht, da haben wir uns schon drüber gestritten, ja? Wer das zweite Stück kriegt von irgendwas oder den letzten Keks und so. Das heißt, man streitet sich nicht nur über Land, sondern auch über Ressourcen, Essen oder Wärme zum Beispiel, Energie. Wie kriegt man da Frieden hinein? Du wunderst dich, dass du in 16 Quadratmeter, hast du da eine Ahnung, wie ihr das geschafft habt, dass ihr da euch nicht in die Haare kamt? Also die Kinder kamen sich schon manchmal in die Haare und auch Josef und ich kamen uns in die Haare. Aber ich würde sagen, so ein gewisses Maß an Konflikt gehört einfach menschlich dazu. Wenn jetzt da nur mehr drei Kekse sind und es sind vier Kinder, dann ist das ein bisschen ein Problem, ja. Aber das gehört irgendwie zum Menschsein dazu, damit umzugehen. Aber das Eskalieren ist das, was wirklich schwierig ist. Ich habe auch mit dem Josef in dem Raum gestritten und unsere Kinder haben gestritten zeitweise, aber das war nicht so, dass man jetzt gesagt hat, man kann in dem Raum nicht sein. Es war dann trotzdem wichtiger, beim Ofen zu sein, als in dem Sinn oder neben der Küche, wo es Essen gab. Ja. Und Friede hat schon, also auf Hebräisch ist es ja der Shalom, Arabisch der Salam. Das heißt eigentlich Fülle, Ganzheit. Und da denke ich, das gehört dazu, dass die Bedürfnisse irgendwie befriedigt werden können, dass man gegenseitiger dafür da ist, die Bedürfnisse zu befriedigen. Und traditionell hat halt die Mutter oder die Hausfrau denn die schenkende Funktion gehabt in den Familien. Und jetzt ist es in dem Sinn, egal wer da die Versorgung schenkt oder ist es geteilt, der Mann schenkt es von der halt in den Beruf geht, schenkt es von außen und der andere, der zu Hause bleibt, schenkt es von innen. Aber ohne diese Versorgung weiter zu schenken oder dieses Vertrauen oder die Wärme, wo mir jetzt der Ofen als Metapher gestanden ist, also diese positiven Anziehungspunkte, glaube ich, braucht es auch für den Frieden. Das ist dann mehr der Friede, der nicht eingefriedet ist, sondern der mehr die Fülle ist, aus meiner Sicht. Da hast du jetzt was Schönes gebracht, eingefriedet. Umzäunt, Sicherheit. Spannend. Also wenn ich so zurückdenke, waren wir Kinder eigentlich immer am friedlichsten, wenn wir geteilt haben. Also es gab so eine heilige Gerechtigkeit, würde ich sagen. Also wir haben wirklich, was weiß ich, Ostereier bis auf die Farbe genau geteilt. Ja? Also nicht nur so ungefähr, sondern ganz exakt. Und am Schluss über die letzten, also wir waren vier Geschwister, ja, über die letzten Reste, die sich nicht mehr genau durch vier haben teilen lassen, haben wir dann irgendwie überlegt, wie es fair ist. Und das war, also wenn Besuch da war oder so, die haben sich immer gewundert, wie friedlich wir da sind. Es gab sonst schon auch Streit, aber um Dinge, die aufzuteilen waren, eigentlich nie. Was ich schmerzlich vermisst habe, würde ich sagen, ist mehr so
also was ich auch sehr stark mit Frieden verbinde, eigentlich so eine wohlwollende Atmosphäre, in der man sich entfalten darf. Wo eben nicht so ein Schema da ist, in das man gefälligst reinzuwachsen hat, sondern wo die, ja, man sagt so, Potenziale sich entfalten dürfen, also wo einfach jeder so sein darf, wie er ist, in dem Vertrauen, dass das alles schon zusammenwirkt, zusammenpasst. Und das ist für mich eigentlich so eine positive, also ein konstruktiver Frieden sozusagen. Also nicht nur das Fehlen von Krieg oder möglichst wenig Konflikte, sondern einfach eine Atmosphäre der Entfaltung. Und mit möglichst viel Freiheit, für den Einzelnen und trotzdem in einem guten harmonischen Zusammenwirken. Das wäre so mein Traum von Frieden. Wir reden ja jetzt über Frieden mit anderen Leuten oder so. Wie ist es denn mit dem Frieden in uns? Haben wir Frieden in uns? Wann fühlen wir Frieden? Kann man Frieden fühlen? Wann kann man sagen, du hast ja vorhin von friedlich gesprochen, aber wann ist dieses Gefühl von Frieden da? Kennt ihr das? Und wann ist es aufgetaucht? Wann taucht es auf? Also ich find es gar nicht so entscheidenden Unterschied zwischen, was sind die Mechanismen des Friedens draußen oder die Mechanismen des inneren Friedens. Es ist dasselbe, wie gehe ich um, wie ist sozusagen das äußere Fruchtwasser, das, was du gemeint hast, Annalisa. Also ist es gedeihlich, kann man da wirklich sich entfalten? Und dasselbe gilt ja für, wie wohlwollend bin ich mir selber und den verschiedenen Anteilen in mir? Wie wohlwollend bin ich da mit mir? Und aber ich habe vielleicht noch was nachzutragen. Dieses, hast du auch schon angesprochen, Anna-Lisa, diese Balance zwischen Freiheit und Anpassung. Also, und ich erinnere mich, wir haben eben von Kindern, also in der Familie gesprochen, und ich habe erlebt, dass eben das Thema der Gerechtigkeit hat sich nicht verwirklicht im Verhältnis jetzt Jungs und Mädchens, was die unterschiedliche Privilegien hatten. Also, und auch wer bestimmt sozusagen, wo man um des lieben Friedens willen. Also den Ausdruck, ich glaube, der ist in meiner Generation ganz oft verwendet worden, so dass man die Klappe hält, dass man nichts sagt. Und das ist ja genau der Punkt, warum man GFK lernt. Also gewaltfreie Kommunikation, das machen wir gerade. Wir haben ja den Auftrag für eine schulinterne Lehrerfortbildung und den Kleinen. Also es ist total spannend, weil eben die Giraffe nicht nur nett ist, sondern die kann eben für was gehen, für die eigenen Bedürfnisse. Also es geht eben nicht nur um des lieben Friedenswillens nett zu sein, sondern ganz klar für die eigenen Bedürfnisse gehen und dann natürlich eben die anderen genauso wichtig nehmen. Also das finde ich einen Kern. Gedanken für den Frieden. Das finde ich spannend, des anderen Bedürfnisse wichtig nehmen. Das bedeutet aber auch, da haben wir früher schon mal drüber gesprochen, zuhören. Zuhören, was der andere will, was der andere braucht und so weiter. Ne? Das heißt, Ja, oder die. zu Frieden gehört auch, dass man zuhört, dass die verfeindeten Parteien miteinander sprechen und sich zuhören und ihre Bedürfnisse anerkennen. Nicht? Wobei es dann Menschen braucht, die auch das ausdrücken können, was sie brauchen. Das ist nicht gesagt, dass jeder immer ausdrücken kann, was er oder sie braucht. Bei den Kindern, da rät es das noch an der, wie sie sich physisch ausdrücken oder was sie machen. Aber bei erwachsenen Menschen ist das nicht immer so einfach, dass die wirklich das sagen können, was sie gerade empfinden oder wo sie gerade hin wollen, weil sie es selber erst rausfinden müssen oft. Also das ist gar nicht so leicht. Weil ich habe mal gedacht, ich bin so im Frieden mit mir selbst, wenn das, was ich so innerlich von mir selber spüre, als das positive Ich, wenn das irgendwie gesehen wird und anerkannt wird, dann ist das ein wunderbarer Zustand von innen und außen. Aber wenn ich mir das tagtäglich selber geben muss, weil immer wer herumkrittelt und wer was anderes will von mir, als wie was ich überhaupt geben möchte oder kann, dann wird es
wird die Selbstwertschätzung auch immer wieder herausgefordert. Oder auch die, ja, ich sage dann noch was, aber das kommt später. Ja, oder auch was du gesagt hast, das gilt ja auch für dich selber, wenn du dich selber immer bekrittelst, weil jetzt du nicht so machst, wie du eigentlich dir vorgenommen hast, sondern haust du dir immer eine auf die Hand und so. Und das ist ja auch nicht gerade friedensfördernd für den inneren Frieden. Ich habe jetzt gerade überlegt wegen der Quadranten, weil wir haben zuerst begonnen mit den Quadranten, aber dann sind wir da stecken geblieben. Irgendwie muss ich jetzt da kurz überlegen, wie das da weitergeht oder hat für euch wer schon da überlegt? Magst du da weitermachen, Erika, mit unten links, oben rechts, unten rechts oder so? Dass wir sprechen Quadranten von dem System von Ken Wilber, nicht? Die vier Quadranten der Realität. Können wir zusammentragen. Oben rechts wäre dann das, wie sich das quasi jetzt auch in sich selber äußert oder nach außen hin? Oder das oben links ist das, was in mir selber vorgeht an Prozessen. Und das andere ist, was sich dann von meinen Prozessen im Außen zeigt. Ist das richtig? Vielleicht hilft es mir da ein bisschen mit. Also, Ja, und unten rechts ist halt die Situation, in der du gerade bist, nicht? Also zum Beispiel, wenn du in Israel oder Palästina im Moment bist, da ist das noch nicht gerade sehr friedensfördernd so. Das heißt, es hat einen großen Einfluss. Oder wir haben vorhin gesagt, das ist 16 Quadratmeter Zimmer. Das ist auch, das ist unten das ist dann rechts. unten, ja? Unten rechts, sagst du? Die Situation, ne? Die Umgebung, Nach die. innen, ja. Und unten links ist halt die Gemeinschaft, in der du lebst, wie es da ist. Also ob du eben zum Beispiel in der Familie dich schaffst, zum Beispiel was gerade Anna sagt, dass die Kinder das lernen, ihre Bedürfnisse zu äußern und entsprechend dann zu handeln. Wenn wir das lernen, dann ist in der Familie ist die Möglichkeit für Frieden da, nicht? In der Gemeinschaft oder ne, in der Gruppe halt, das wäre unten links. Und ob ich überhaupt in einem Land lebe, in dem Frieden herrscht, oder ob ich in einem Land lebe, ja, wo jetzt einfach aktuell Krieg ist. Ja, das würde ich unten rechts hinpacken. Vielleicht mir fällt noch ein unten links. Dieses ist es eher östlich, sprich, wo das der Gemeinschaftssinn, der Zusammenhalt, das Gesicht wahren beispielsweise, wo eher die Tendenz ist, eben das Gemeinschaftliche zu betonen, und im Westen dieses Individualisierte, das Individuelle, das Durchsetzen der eigenen Interessen. Also ich glaube schon, dass man da unterschiedliche Konsequenzen daraus abzuleiten sind. Welche Kultur herrscht? Ich glaube auch, dass die Wir, also unten links, das wäre so also das Wir-Quadrant und das ist die Art der Gemeinschaftskultur und die sind ja sehr unterschiedlich, egal ob in Familien oder Arbeitsbereichen oder Ländern oder so. Die Gemeinschaftskultur und da gibt es eben, wie du gesagt hast, dieses westliche eher, wir sind wir und wir behaupten uns und es gibt eher dieses Wir, was immer auch gleichzeitig auf ein weiteres Wir hin orientiert sein kann oder sich mit einem weiter anderen Wir auseinandersetzen kann. Und ja, also ich denke mal, da, wenn in Israel die Gemeinschaften, ja, da gibt es 100.000 Gemeinschaften, die intern ziemlich starkes Wir sind wir leben. Und nach außen hin ist es, wie halt auch in unserer Gesellschaft, nicht immer so einfach von dem eigenen Ich bin ich, wir sind wir. Rauszusteigen und trotzdem
trotzdem, denn ja, das habe ich gesehen, ob da nicht eine Verbindung ist zu dem Es rechts oben, dass es kulturelle Gepflogenheiten und Gebräuche und Dinge gibt, die man normalerweise tut, die so dann in das Es reinwirken und dann eigentlich fürs Wir so eine Sicherheit geben. Ist es möglich, das so zu denken? Ich glaube schon, weil das oben rechts ist ja dein Verhalten. Und dein Verhalten ist ja geprägt von deiner Kultur. Insofern schon, ja. Gut. Wir machen hier richtig integrale Erörterung von Frieden oder Unfrieden oder was auch immer. Das spielt natürlich schon auch eine Rolle, weil ich glaube, ich weiß ich jetzt nicht oben rechts, ob ich einfach auf solche Dinge zurückgreife, wenn ich das lerne, GFK oder wie ich auch sozialisiert bin. Ich meine, jetzt auch von meiner Religion her, das ist dann eigentlich auch eher wieder unten rechts, oder? Also unter welcher, ich meine, in der christlichen Religion spielt ja Frieden eine ganz große Rolle. Also jetzt auch das kommt, glaube ich, ganz, ganz häufig in der Bibel vor und das rechts oben wäre dann für mich tatsächlich das Handwerkszeug, das ich auch habe oder wie ich nach außen wirke, ob ich sehr ja, temperamentvoll, aggressiv oder wie auch immer drauf bin. Also das spielt ja, glaube ich, auch irgendwie so die eigene Disposition eine große Rolle. Also wenn ich denke, ich bin jemand, der jetzt als Flüchtling kommt, bin männlich hormongesteuert und wütend, dann habe ich natürlich eine ganz bestimmte Disposition, dann oben rechts auch, um einfach auch mit meinen Gefühlen, mit dem Oh, Erika, jetzt bist du weg. Ich glaube, du musst mal dein jetzt Bild auch wegschalten. wird ja Erika, auch viel diskutiert. du bist weg. Tu mal dein Bild weg und red nochmal. Aha, habe ich, ist Bild ist Das ist eingefroren. weg, gell? Ja, und du hast gesagt, da hast eine, wenn du hormongesteuert bist als männlicher Flüchtling und dann irgendwie müsstest du von da ab nochmal weitermachen. Ja, das war es insofern, dass ich sage, dann bist du ja auch irgendwie total, total anders drauf, als wenn du halt einfach anders sozialisiert bist. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei uns zu Hause war das ganz, ganz viel Thema jetzt, weil wir auch 5 Kinder waren. Wir haben ja auch ganz viel gestritten, auch so beim Essen. Und ein Ausspruch von meinem Vater war immer, jeder schaut auf seinen Teller, da hat er genug damit zu tun. Und das war auch symbolisch gemeint. Jeder schaut auf sich, da hast du genug damit zu tun. Und auch jetzt so dieser ganze biblische Kontext, dass man sagt, naja, du siehst halt den Balken im Auge deines Nächsten, aber deinen eigenen Splitter siehst du nicht. Also da kommt, also aus der christlichen Tradition kommt da ganz viel. Und ich kann mich auch erinnern, wir gingen ja auch so viel in die Kirche, dass so diese ganzen Friedensgruß oder gehet hin in Frieden des Herrn oder der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Also es kommt mir so, das war halt immer am Schluss die Formel. Also da hat sich viel um Frieden gedreht so. Und müsste ich mal, also für mich auch, was das dann he eigentlich heißt, welcher höher ist als Vernunft und ja, also. Darf ich reagieren? Weil Na klar. ich komme ja auch aus einem furchtbar katholischen Elternhaus und wir sind 6 Kinder gewesen. Und ich bin jeden Tag in die Kirche geschickt worden. Und ich kenne jetzt den Unterschied zwischen formelhaft sozusagen zu aufzuwachsen. Was sind Gebote? Wie habe ich mich zu verhalten und was ist sozusagen der Friede, der für mich nicht greifbar ist?
Und gleichzeitig jetzt zu wissen, was es eigentlich braucht, um tief befriedigt zu sein, also wirklich erfüllt zu sein auf allen menschlichen Ebenen. Also das ist eine spürbare, erlebbare Qualität im Vergleich zu einer von oben, wie sagt man, verordneten Frieden. Das ist so ähnlich auch wie in der Schule, wenn da von oben, also wirklich top-down Organisation des Friedens. Und was wir eigentlich brauchen, eben darum sagen ja die meisten inzwischen, der Friede beginnt im eigenen. Also wie friedlich gehst du mit dir selber um und wie praktizierst du den Frieden? Immer sage ich so, auf Teufel komm raus, aber da die Hoffnung nicht aufzugeben, sondern immer wieder, wir sind ja machtlos in so vielen Bereichen. Das Einzige, worüber wir Kontrolle haben, ist unser eigenes Denken und Verhalten. Da kommt mir die Frage, kann Frieden denn überhaupt von oben befohlen werden? Ist es dann Frieden oder ist es nur so eine Art Waffenstillstand? Oder also Frieden für mich hat auch eine Freiwilligkeit oder eine von mir ausgehende Qualität. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, mein älterer Bruder, der ein bisschen älter ist wie ich und ich, wir haben immer gestritten und da hat der noch ältere Bruder uns mit den Köpfen aneinander gehauen und hat gesagt, wir sollen Frieden schaffen, so ungefähr. Aber es ist ja nicht wirklich Frieden. Im nächsten Moment sind wir ja wieder aneinander geraten. Also, und so sehe ich das manchmal so auch mit den Ländern, dass die so miteinander umgehen. Ja? Also es ist doch wirklich kein, wenn da nicht eine Freiwilligkeit dahinter ist. Der Wunsch nach Frieden, das habe ich auch rausgehört, was du gesagt hast, Erika. Friede sei mit euch und so. Das ist doch eigentlich ein Wunsch, dass es so sein möge. Ja. Diese. Ja, aber ich glaube, also wenn ich jetzt so nachdenke, dass das schon auch gelernt werden muss. Also ich weiß zum Beispiel, also wir sind sehr evangelisch-liberal aufgewachsen und mein Vater hat zum Beispiel so auch sowas gesagt wie, wenn du wütend bist, halt einfach deinen Mund, weil in der Wut sagt man einfach Dinge, die man nachher bereut. Und er hat uns auch vorgelebt, dass er gesagt hat, ihr könnt streiten, das ist überhaupt kein Problem. Aber am nächsten Tag in der Früh muss wieder Ruhe sein. Und das haben meine Eltern uns eigentlich auch vorgelebt. Also es gab zum Beispiel nicht die Situation, dass dann tagelang, wie ich es vielleicht auch von anderen kenne, geschwiegen wurde und dass dann noch ewig beleidigt wurde. Und das war schon so, das war schon sehr, sehr ernst und ich habe so eigentlich, also habe ich so das Gefühl, das auch gelernt, dass dann tatsächlich dass ich auch wieder aufhören kann, dass dann auch wieder gut ist. Und das, denke ich mir, ist schon auch ein Teil, den man auch erfahren muss. Ja, und es braucht diesen Vertrauensvorschuss, weil man das Ganze, so wie die Allheit, wie du gesagt hast, dass das eigene Innere ich weiß jetzt nicht mehr, wie du das formuliert hast, aber es muss freiwillig sein, der Friede, der kann nicht von oben kommen. Und dann gleichzeitig, da stimme ich völlig zu, gleichzeitig braucht es so einen Vertrauensvorschuss für Leute, die ganz anders ticken, dass es doch irgendwie wieder vielleicht zusammengeht. Und das braucht ziemlich ein starkes Vertrauen oft, was sehr schwer oft manchmal zu rekrutieren ist, wenn man wen gar nicht richtig versteht. Und das ist vielleicht auch der Grund, habe ich mir jetzt gedacht, weil in Israel ist es ja genauso, man begrüßt sich mit Shalom, man sagt zu jedem Friede. Und in arabischen Ländern ist es auch Salam und Maal Salam, ihr heißt auf Wiedersehen, also geh mit Frieden und so. Diese Wünsche, die sozusagen zumindest verbal diesen Vertrauensvorschuss, dass wir irgendwie miteinander gut können und was Positives entstehen kann, dass man den zumindest verbal äußert, weil es ja wirklich schwierig ist, den zu leben. Wow, es ist viel angesprochen worden. Also zum einen
Marsha Rosenberg ist ja selber in Palästina und Israel tätig gewesen und ist sozusagen und hat als Mediator gearbeitet und hat versucht, und beim Mediation ist das Prinzip Freiwilligkeit. Das ist ja in der Schule auch so. Das gilt als Grundprinzip und die Voraussetzung ist, einen Kontakt zu kriegen, dass der Mediator eben den beiden Parteien sozusagen ermöglicht, mit den eigenen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen und der eben zuhört. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, was du gerade gesagt hast, jetzt ist mir flöten gegangen, schau her. Die zweite Gedankenkette, die lasse ich jetzt wieder Mich oder aus. meinst du wen anderen? Meinst du mich? Nee, sondern ich wollte jetzt noch was sagen, als zweiter Gedankenkette, außer dem Mediator, dem Prinzip der Freiwilligkeit. Ach so, jetzt fällt es mir ein, bei Spiral Dynamics oder wenn man biblisch sozusagen argumentieren, ist ja altbiblisch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und der Fortschritt, also auf andere Bewusstseinsebenen, bis hin zur Bergpredigt. Also zu Jesus, dann ist es, geht's darum, dass eben einer muss den ersten Schritt machen und auf Rache verzichten und darauf zu verzichten, dass der andere bestraft wird. Also das Wobei, ist, ja. bei Auge und Zahn muss ich nur kurz dazu sagen, das klingt so schrecklich, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das klingt so schrecklich, aber gedacht war das damals eigentlich als eine Verbesserung gegenüber dem, was vorher war. Wenn einer dich beraubt, dann nimmst du ihm sein Leben. Also so Blutrache und Rache, die man weitergibt in der Familie. Also da war Auge um Auge, Zahn um Zahn der Fortschritt. Und natürlich ist die Bergpredigt dann gegenüber Auge um Auge und Zahn um Zahn ein großer Fortschritt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist das Grausame, weil in der Zeit war das eigentlich der Fortschritt gegenüber dem, was vorher war. Das finde ich jetzt spannend. Was haben wir denn jetzt einen Fortschritt zu verzeichnen? Ich meine, Jesus ist immerhin so ungefähr 2000 Jahre her. Haben wir in den 2000 Jahren noch was dazugelernt? Ich würde mal sagen, wir haben es immer noch nicht erreicht. Es ist immer noch nach wie vor ein Ideal, das wünschenswert ist, aber schwer zu leben. Ich denke mir, das absolute Ideal ist es halt einfach mit der Backe, dass man die andere auch noch hinhält und dass das vielleicht der Fortschritt wäre, dass man diese Spirale ich und dann du und dann noch ein drauf und noch ein drauf, dass man die tatsächlich selber, dass man einfach auf Rache oder wie auch immer einfach verzichtet in dem Wissen, also jetzt, dass das einfach in eine Eskalation führt. Das wäre so mein, auch so dieser Ansatz des Verzeihens, auch wenn mir jemand so mal was angetan hat oder so, dass ich dann einfach verzichte, mich dann mein Mütchen zu kühlen, sondern mich auch mal reinversetze und sage, nee, das lasse ich jetzt, weil das führt auch zu nichts. Und ich glaube, dass das ist nicht so einfach ist. Also da tatsächlich in Vorleistung auch zu gehen. Weil Spiral Dynamics angesprochen wurde, solange wir in Rot sind, also in der egozentrischen Phase und die gerade auch überwiegt, wir können ja auch wieder dahin kommen, ne? Das ist ja nicht so, dass man dann plötzlich draußen ist, dann geht das, glaube ich, nicht. Und du hast angesprochen, Erika, dass ihr das gelernt habt. Und das wäre ja dann in Blau zu gehen, dass man eine Technik hat, diese Impulse zu überwinden oder überwinden ist ja vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber zu halten. Denn eigentlich ist es sehr gesund, wenn man mal gescheit wütend ist und dann anschließend ist wieder gut, ne? Dann kommt es wenigstens nicht in die Traumastruktur rein. Ja, man müsste dann zumindest auf Blau sein oder vielleicht noch ein bisschen weiter. Integral wäre Ich glaube, natürlich dass jetzt. das eher weiter Ja, aber in Orange kämpfen sie ja wieder gegeneinander, dann ist es ja auch schon wieder nicht mehr. Und ich dachte auch, es hat auch was mit gegenseitigem Respekt zu tun, gegenseitiger Anerkennung. Also Respekt nicht im Sinne Respekt wie von so einer gegenüber einer
Überfigur, sondern wie sagt man denn das auf Deutsch, um dann nicht Respekt zu verwenden? Also, dass man den anderen als Menschen sieht und nicht als irgendein Ding oder irgendein Objekt, was man ausnutzen kann. Das ist ja oft dann noch in Orange auch, dass man benutzt wird, nicht für die eigenen Zwecke und in Rot natürlich sowieso. Ja. Also wir reden, und für die, die zuhören, von den Farben an Spiral Dynamics, die Entwicklungsstufen bezeichnen. Also ich habe mal eine Szene beobachtet von einer Mutter mit ihrem kleinen Buben. Also die waren irgendwie auf so einem Kiesplatz, so also mit so ganz ja, feinerem Kies, so was man im Winter zum Streuen benutzt. Und der Kleine hatte irgendwie Spaß dran, immer so zwei Handvoll zu nehmen und sie hochzuschmeißen, sich drunter zu stellen und hat eine tierische Freude dran gehabt. Und natürlich fielen auch welche in Kinderwagen. Und was ich dann beobachtet hat, hat mich sehr berührt, dass die Mutter nicht gesagt hat, darfst da nicht die Steine schmeißen, weil da wird ja alles, geht ja alles in Kinderwagen rein, sondern die hat ihnen einfach gezeigt, schau mal, gehst ein paar Meter weiter, da kannst du das machen. Also den Platz zu zeigen, wo er praktisch seinem Spaß gerade frönen kann, ohne dass etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Also mich hat das jedenfalls sehr berührt, weil unsere Be Erziehung damals hat anders ausgeschaut. So kannst du nicht Rücksicht nehmen, musst doch schauen, ob du da an der Stelle und so weiter, ja? Sondern einfach das zu respektieren, dass der Kleine dafür noch gar keinen Blick hat, sondern einfach ihm zu zeigen, schau, da darfst du, da kannst du das machen. Und das hat auch was für mich mit Frieden zu tun, einfach zu schauen, was für Fähigkeiten hat jemand schon und gibt es nicht einen Ort, wo er das, was er gern tun möchte, ausüben kann, ohne dass jemand anders beeinträchtigt wird? Das finde ich spannend. Und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen Ort, ne? Für uns. Und in dem Fall für das, was wir tun wollen, braucht man auch einen Ort, ohne dass man andere beeinträchtigt, sozusagen dadurch, durch das, was wir wollen. Den Frieden des anderen stören. Ja, spannend. Und wenn das so ist wie Israel und Palästina, wo praktisch ja die Palästinenser vertrieben worden sind von ihrem Ort, da ist es halt schwierig, wenn man in so einer Ausgangssituation hat, wo findet man dann seinen Ort? Das ist eigentlich unlösbar. Und da komme ich auf Erika, du hast gesagt, Eskalation vermeiden. Die ist eigentlich dann fast gar nicht vermeidbar in solchen Situationen. Man kann ja nicht gleichzeitig die zwei Leute auf dem absolut gleichen Ort stehen, sozusagen, ne? Also. Das war ja in Israel auch das Problem bei der Staatsgründung, dass die Briten, die halt es dann ermöglicht haben, irgendwie die Staatsgründung, die haben ja beiden Seiten einfach die gleichen Dinge versprochen zum Teil. Und das geht nicht, ja. Das geht einfach nicht. Das war einer der Auslöser, ja. Es gibt viele Auslöser, aber das war einer der Auslöser, dass dann gleich eigentlich Krieg war, kam, dass der Staat gegründet wurde. Und dann gibt es eben so Dinge wie Gaza, was ja eigentlich ein Ghetto ist oder ein Gefängnis, wo keiner eigentlich weiß, was kann man damit machen. Und dass da die Situation sich aufheizt, ist ja wirklich schon sehr verständlich. Und in den besetzten Gebieten natürlich auch, weil so viele Leute vertrieben wurden. Aber die, die das machen, die wurden, also die Nachfahren derer, die das machen, die wurden, ihre Vorfahren wurden getötet und aus Europa vertrieben. Also die wurden in den, da lebt das Trauma einfach nur in den weiteren Generationen dort, wenn es nicht irgendwie bearbeitet werden konnte. Mein Schwager, der hat einen Film gemacht, Interviews mit Menschen, die ich kenne in Israel und Palästina. Das ist auf der persönlichen Ebene sehr interessant, diese Interviews. Und was wirklich schön ist, was durch den, wo er durch den Film auch draufgekommen ist, das Einzige, wie man mit solchen Situationen vielleicht nur ein bisschen eine Chance hat, umzugehen, ist, dass jede Seite den Schmerz der anderen Seite oder des anderen Menschen anerkennen kann. Weil dann kann die andere oder der andere Mensch
hat eine Chance zu verzeihen. Ob es geht, das kann man sowieso nicht sagen. Aber den Schmerz des anderen wirklich anzuerkennen und damit und das auch nicht nur so bla bla, sondern auch wirklich zu zeigen durch irgendwelche Aktionen. Das ist ja wahnsinnig schwierig, da Aktionen zu finden, die dann möglich sind. Weil es ist eine, so eine verfahrene Situation, dass es wirklich sehr schwierig ist, damit umzugehen. Und die Friedensprojekte, die haben ja jetzt intern auch die Schwierigkeiten von den, da werden auch die Familienmitglieder sind wieder entweder Geiseln oder umgebracht oder sie kämpfen oder irgendwas, ja. Da bist du schon ordentlich gefordert, wenn du in so ein Friedensprojekt jetzt weiter leben und agieren kannst. Aber dieses Anerkennen des Schmerzes der anderen, das ist, glaube ich, ganz ein zentraler Punkt, der zumindest einmal am Anfang stehen kann, wenn man versuchen will, mit Eskalation umzugehen. Da ist ja der O-Prozess, nicht? Genauso wie du sagst, der gewaltfreie Kommunikation. Aber ich glaube, in so einem Fall ist der O-Prozess sehr, sehr, sehr hilfreich, weil das in die Tiefen geht und in die Empfindungen geht. Aber das ist ein Tool, ne? Und das muss man auch freiwillig machen. Wenn man so verbohrt ist und ich habe recht, dann funktioniert das auch nicht. Ich habe dich unterbrochen, Anna. Ja, mir ist vorhin eben eingefallen, es gab ja bereits mit Hilfe von Spiral Dynamics und mit Hilfe von sich gegenseitig hören und eben diesen Schmerzwürdigen in Südafrika. Und ich denke mal, da ist ja bereits was ausprobiert worden, ist es ja was gelungen. Also, dass da ein Krieg verhindert wurde durch dieses in der Öffentlichkeit, dass wirklich, es gibt ja Material dazu, dass wirklich die Mütter sich mit ihrem Schmerz zeigen konnten, aber eben dann aber später gibt es so eine berührende Geschichte, dann einen jungen Mann, der mit zu den Tätern gehört hat, sozusagen gefordert hat, im eigenen Haushalt mitzuleben. Also welche Herausforderung? Die Geschichte habe ich noch im Hinterkopf. Und mir fällt jetzt gerade ein, vor einigen Jahren haben wir, also weil wir ja hier in der Wisdom Factory praktischer sind, da haben wir mit Marc zusammen ein Interview gemacht mit Elsa Maalouf und Said Dalabani. Und Elsa Maalouf hat, die ist, glaube ich, aus dem Libanon, aber sie hat da Friedensprozesse gemacht in Palästina. Und das ist sehr interessant, das kann ich vielleicht dann verlinken im. In YouTube, haben wir auch dann, oh, wie hieß der, ein Dichter aus Palästina, der war dann auch dabei, Bahrain, irgendwas. Ich kann mir den Namen nicht merken und schon gar nicht über 6, 7 Jahre lang. Ja. Ja, das wäre schön, wenn du uns den Link reinstellst. Mache ich ja. Gibt wohl in Afrika speziell so einen Brauch zur Versöhnung, also um wirklich Frieden wiederherzustellen, wenn ein Verbrechen geschehen ist, und das hat man, wenn ich das richtig gelesen oder richtig noch im Kopf habe, auch zur Aufarbeitung der Apartheidsgeschichten verwendet, wonach ein Täter vom Gericht nicht bestraft wird, wenn er, also die wurden mit den Opfern konfrontiert oder mit den Hinterbliebenen, je nachdem, und wenn das Opfer dem Täter vergeben hat, dann wurde er freigelassen. Das heißt, also diese wenn Versöhnung stattfindet, und dazu muss der Täter sich natürlich auch was überlegen, wie er das hinkriegt, dann verzichtet der Staat auf Strafe sozusagen. Und das macht natürlich ganz viel, schafft, glaube ich, ganz viel Frieden. Ich habe jetzt am Anfang, glaube ich, schlecht zugehört. Von wo kommt das Beispiel? In Afrika gibt es wohl so einen Brauch, wie man nach einem Verbrechen wieder Frieden herstellt, indem man eben Täter und Opfer konfrontiert oder zusammenbringt. Und wenn es dem Täter gelingt, vom Opfer Vergebung zu bekommen, also bezeugt zu bekommen in diesem Gespräch, dann ist er frei. Wenn das nicht gelingt, wird er entsprechend der Gesetze bestraft.
Ich weiß ja, es gibt ja in Israel und Palästina einige Organisationen, wo Menschen eben ihren, zum Beispiel die Bereaved Parents auf Englisch heißt es, die Eltern, die ihrer Kinder beraubt sind, wo sowohl auf arabischer Seite, also palästinensischer Seite, als auch auf israelischer Seite, die dann miteinander diesen Schmerz teilen und auch Aktivitäten setzen. Und es gibt diverse Initiativen, die ich gar nicht alle kenne, die diese Dinge auf sozusagen auf gemeinschaftlicher Ebene wohl inzwischen auch leben können. Aber bis das in die Gesellschaftspolitik eindringt, das ist echt ein schwieriger und langer Weg. Ja. Vor allen Dingen, wenn jetzt wieder so eine Eskalation stattgefunden hat, da geht ja so viel wieder den Bach hinunter an Bemühungen, die vorher schon da waren, weil das heizt ja einfach an. Und dann auch gerade im Rachefeldzug, statt sich endlich mal zu fragen, okay, was braucht es da? Und dann einfach. Ja. Das ist aber im Großen wie im Kleinen, nicht? Als ich damals mit Marc zusammen war und da wollten wir ja Relationships-Kurse machen, wir haben ja mal hier was gemacht, da habe ich immer gesagt, wenn wir es im Kleinen nicht schaffen, wie denn dann im Großen? Ne? Und wenn wir im Kleinen nicht schaffen, Frieden herzustellen, wie können wir erwarten, dass Länder in Frieden miteinander leben? Und das würde ich so als mein Abschlussstatement sagen, ich möchte mich bemühen, im Kleinen im Frieden zu leben, also in meiner Umfeld mit Frieden zu leben und irgendwie meine Aggressionen nicht unterdrücken, aber auch nicht gegen mich wenden und auch nicht gegen die anderen wenden, sondern einen Weg finden, dass man die gut leben kann, Wut oder sowas nicht, dass wenn die angebracht ist, dass man sich das erlaubt, aber so wie Erika sagt, am nächsten Tag ist wieder Ruhe. Ne? So, dass man da lernt, damit umzugehen, mit seinen eigenen Emotionen. Das sehe ich als erstrebenswertes Ziel. Und ich gebe weiter als Abschlusswort an die Brigitta. Birgitta, ach Gott, Brigitta war ja gerade bei mir gewesen. Also ich kriege euch immer nicht, immer durcheinander. Sagt ihr ähnlich aus wie ich, oder nicht? Na, gar nicht, nur der Name, das R ist an der anderen Stelle. Na, was ich jetzt noch erinnert wurde, dass wir vorhin gehabt haben, wenn man rot ist, dann ist das so schwierig und dann kommt blau und macht irgendwie eine Ebene von Gesetz und Recht und Ordnung. Und in unserer Zeit, wo man jetzt eigentlich an Orange und Grün dran sind, dran waren und natürlich das Rot und das alles wieder aufflammt, bräuchte es ja eine neue, nicht eine blaue Ebene, sondern eine gelbe Ebene, die auch umfassendere Sicherheit wieder irgendwie mit der Zeit entwickeln kann oder wo wir alle miteinander kreativ gefordert sind oder ko-kreativ noch besser gefordert sind, so eine Ebene Gesellschaft, sowohl gemeinschaftlich als wie gesellschaftlich schön langsam einzuziehen, die nicht blau ist und sondern aber doch auch dieses Sicherheitsgefühl, was blau auch vermittelt, auch wieder auf einer anderen Ebene von außen, sagen wir, ermöglicht. Ja, es kann viel von innen kommen und es geht nicht, ohne dass die Dinge von innen kommen. Aber es braucht auch von außen was, weil es gibt immer die Anonymen, die wir alle nicht kennen und die sind potenzielle Freunde und potenzielle Bedroher. Und da braucht es irgendwo eine Ebene, die irgendeine Art von gesellschaftlicher, damit das Vertrauen in die Menschheit nicht, damit das Vertrauen in die Menschheit nicht wirklich flöten geht, braucht es eine neue gelbe Entwicklungsebene, in der wir uns einander auch Sicherheit geben können. Wenn wir bei Spiral Dynamics sind, dann ist noch besser türkis als wie gelb, nicht? Aber das ist noch mal eine Stufe weiter.
Das ist eine Stufe weiter und ich habe für mich beschlossen, ich bleibe einmal bei Gelb, weil Gelb ist schon für mich die große Herausforderung und Türkis liegt mir derzeit noch zu fern. Jetzt lasse ich das für mich aus. Aber trotzdem, Spiral Dynamics mäßig ist es wichtig. Obwohl du hast den türkisen Pullover an, also insofern bist du schon so weit. Ich schreibe meine E-Mails immer in Türkis. Das ist so mein Beitrag. Ich habe nicht weitergegeben, gell? Die Erika kann ich jetzt gerade nicht sehen. Jetzt gebe ich mal an die Annalisa weiter. Also ich merke so, für mich ist tatsächlich der eigene innere Frieden immer noch die Herausforderung, an dem ich arbeite. Und manchmal finde ich es, also in einer Zweierbeziehung manchmal sogar einfacher wie mit mir selber. Und ja, das sind einfach auch alte Prägungen, die wahnsinnig schwer sich lösen. Also das braucht viel Anstrengung, viel Einsatz, um das Stück für Stück abzulösen. Also von daher habe ich immer größte Hochachtung vor jedem, der diesen Weg da irgendwie auf sich nimmt. Und um wie viel schwerer ist es dann eigentlich mit Völkern oder Nationen? Gebe ich weiter an die Anna. Ja, es ist so, dass ich weiß, ein Leben lang gehe ich mit dem Werkzeug und der Haltung der GfK. Und das ist schwer genug, wie wir jetzt schon festgestellt haben, den Umgang mit den eigenen Gefühlen, nicht reaktiv zu sein, sondern eben innezuhalten, Kontakt mit den Bedürfnissen zu haben, verschiedene Strategien letztendlich zur Verfügung zu haben, also eine große Variationsbreite. Und das in einer traumatisierten Gesellschaft finde ich, ja, ich kann nur sagen, könnte jetzt ein Lied singen, mache ich nicht, aber sinngemäß heißt das Lied, der erste Friede, der ist in mir, der zweite Friede ist zwischen uns und der dritte Friede ist der in der Welt, der nur mit dem ersten sozusagen sich verwirklichen lässt. Da schließt sich der Kreis. Und dann gebe ich weiter an die Erika. Ja, Annalisa, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich kann ganz leicht mit mir Frieden halten als in einer Zweierbeziehung. Genau, und meine Friedensarbeit ist eigentlich jetzt, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen, strange, also ist eigentlich, dass ich so meine eigene Unzulänglichkeit studiere, aber jetzt in einem ganz liebevollen und ja, in einem ganz liebevollen Kontext. Also das hat jetzt nichts mit sich selber irgendwie ins Gericht gehen zu tun, sondern tatsächlich, und mir hilft es eigentlich ganz viel. Und das andere, was ich noch sagen wollte, das betrifft jetzt die Anna jetzt auch und die Birgitta, weil den anderen haben wir das schon gesagt. Wir haben vor, dass wir ungefähr nächstes Jahr im April hier in Italien bei der Heidi so ein kleines Treffen machen durch unsere Zoom-Gruppen. Und jeder ist da herzlich eingeladen und auch wer mag, einfach was von sich mitzubringen. Entweder, ja, also das, was er halt einfach auch gerne mag. Und ob das dann Malen ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei dir, Birgitta, und jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Anna, was machst du? Human Design, also irgendwas. Ja, da werden wir dann noch mal drüber sprechen. Tanzen oder irgendwie, wenn die. Du bist jetzt auch Genau. wieder abgeschnitten gewesen, Erika. Ja, da sprechen wir noch mal drüber. Jetzt beenden wir erstmal unser Gespräch am Brunnen. Das Wasser ist bei uns geflossen, auch übrigens so horizontal vor 2 Tagen. Und alles nass geworden. Aber macht ja nichts. Ich bin ja froh, dass es geregnet hat.
Und mein Brunnen läuft auch, ja, also meine Quelle. Und da bin ich auch froh drüber und dankbar. Ja, wäre schön, wenn wir uns treffen würden in person. Und nicht bis dahin, aber erstmal für heute. Macht es gut und wir sehen uns bald wieder. Danke für die Exploration von Frieden. Ciao, ciao. Gute Nacht, schlaft's gut.